Frau Koch? Ja. Kommen Sie bitte rein. Wir suchen meinen Bruder. Also wir wollen, dass Sie ihn suchen, weil der ist überhaupt nicht aufgetaucht und es passt so gar nicht. Gut, also Frau Koch, Bo Axo mein Name. Ich werde versuchen, Ihnen dabei zu helfen, Ihren Bruder zu finden. Aber Sie müssen mir jetzt erstmal erklären, ganz von vorne, warum glauben Sie, dass er verschwunden ist? Wollten Sie sich mit ihm treffen, oder? Also, ich wollte mich nicht mit ihm treffen, aber seine Frau, also meine Schwägerin, die Yvonne, die hat mich angerufen, dass er gestern nicht nach Hause gekommen ist. Und das passt so überhaupt nicht. Der ist so zuverlässig. Wenn irgendwas ist, der meldet sich immer. Deswegen, ja, wir glauben, dass was passiert ist. Hallo. Hallo. Hat Ihnen Hannah schon alles erzählt? Also alles noch nicht. Wir sind gerade dabei, um ehrlich zu sein. Sie vermissen Ihren... Mein Mann, ja. Ihren Ehemann. Ja. Haben Sie ein Bild von ihm vielleicht? Ach, weißt du was? Ich habe zwar ein Handy, aber das ist neu. Ich habe da kein Foto drauf. Seit wann vermissen Sie denn Ihren Mann? Ja, seit gestern Nacht. Okay. Oder Abend. Was ist da passiert gestern Abend? Ja, er ist nicht nach Hause gekommen. So, wir haben uns gestern Abend noch, haben wir zusammen Abend gegessen. Und ja, wir sind seit Jahren schon verheiratet. Und wir haben so eine kleine Reiberei gehabt. Und dann ist er halt nach dem Essen eben ins Jugendzentrum gefahren. Was macht er dort? Der ist Sozialarbeiter und kümmert sich da halt um sozial schwache Familien, um so komische Leute. Und aber er würde auch nicht einfach wegbleiben über Nacht, also das passt nicht zu ihm. Nein, das passt wirklich nicht. Sie sagen, er ist zum Jugendzentrum gefahren. Wie ist er denn unterwegs? Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Mofa? Mit dem Auto, ne? Ja, mit einem weißen kleinen Auto. Das Kennzeichen von dem Auto? Das kenne ich nicht. Auf wen ist denn das Fahrzeug zugelassen? Auf Ihren Mann? Ja, auf meinen Mann, das weiß ich. Das finden wir dann heraus. Natürlich könnte man sich hier die Frage stellen, ob überhaupt ein Vermisstenfall im Raum steht. Aber da die Schwester auch davon überzeugt ist, dass etwas passiert sein muss, habe ich schon ein mulmiges Gefühl. Und ich werde mir jetzt den Michi schnappen und zum Jugendzentrum fahren und hoffen, dass wir dort weitere Hinweise finden werden. Gesucht wird der 41-jährige Tom Lorenz. Er kam die Nacht über nicht nach Hause. Zuletzt hielt er sich vermutlich gestern Abend im Jugendzentrum auf, wo er arbeitet. Vor dem Jugendzentrum entdecken Bora Axo und Michael Smolik den Wagen des Sozialarbeiters, der hier immer noch geparkt ist. Außerdem machen die Beamten Bekanntschaft mit dem Schwager des Vermissten, der hier auch arbeitet, allerdings nur als Aushilfskraft. Ist er immer noch nicht wieder aufgetaucht, oder? Nein. Weil ich hatte heute Morgen mit meiner Schwester Yvonne telefoniert und die sagte wohl, dass er verschwunden ist, aber... Mhm. Und Sie sind wer? Der Mirko Keller. Mirko Keller, Herr Keller, haben Sie den Tom gestern Abend gesehen? Ja, ich war jetzt gestern Abend nicht hier, weil ich bin auch nur eine Aushilfe hier. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber es ist momentan nichts Besseres verfügbar. Verstehe ich. Können Sie uns noch mal sein Büro zeigen, bitte, von Tom? Ja. Toms Handy war zuletzt an einem Sendemast in der Nähe der Einrichtung eingeloggt. Danach verliert sich die Spur des 41-Jährigen. Gab es denn irgendwie in letzter Zeit Ärger mit dem Tom und Eltern oder Jugendlichen? Ich meine, der Tom ist Stress gewohnt. Ne? Das mal machen die Kiddies Stress und von den Eltern her gibt es auch mal Stress. Die Eltern sind ja dann auch nicht immer ganz so leicht, deswegen kommen die Kinder ja nach hier hin. Ja, verstehe. Und also von daher, das... Da ist irgendeine Sprachnachricht drauf. Ich würde das mal gerne abspielen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, bitte. Du dreckiger Mistkerl. Du willst von dem, was du davon hast, dich in meine Familie einzumischen. Wenn ich dich kriege, mach ich dich fertig. Wissen Sie, wer das ist? Keine Ahnung. Als ich die Sprachnachricht abgehört habe, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Michi, das war ja schon sehr bedrohlich, was wir da zu hören bekommen haben. In dem Moment war es auch erstmal völlig egal. Wir wussten ja auch nicht, wer es war. Es klang aber tatsächlich nach einer Drohung. Wem gehört die Tasche? Ist das die Tasche vom Tom? Keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, ich war ja gestern Abend auch nicht hier. Schau mal, Michi. Das sind eindeutig Männerklamotten. Und ich meine, okay. Also das ist ganz klar nicht nur Wechselklamotten. Das sieht mir aus, als würde der irgendwie verreisen wollen oder abhauen wollen oder sonst was. Ja, schon. Ich habe hier eine Buchungsbestätigung für ein Ferienhaus und ein Bahnticket. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das auf jeden Fall mit zur Wache. Da können wir uns das genauer anschauen. Ja.
und sollten uns aber im Vorfeld noch mal hier irgendwo ein bisschen rumhören. Gibt es ein paar Jugendliche, die ihn vielleicht gesehen haben könnten gestern Abend? Ja, also es gibt zwei Jungs, die sind fast ständig hier. Das sind Felix und Lukas. Mhm. Ja. Vielleicht müssen Sie die mal fragen. Schwager Mirko selbst weiß nicht, wie er den Beamten sonst noch weiterhelfen könnte. Immerhin sind die genannten Jugendlichen tatsächlich vor Ort. Wir suchen den Tom, den kennt ihr, der Betreuer hier. Wisst ihr, wo der ist? Habt ihr den gesehen gestern Abend? Ja. Gar nicht, ich hab den nicht gesehen. Könnt ihr uns sagen, ob der Tom irgendwie Probleme hatte mit irgendwelchen Jugendlichen und deren Eltern? Ja, also ihr meint bestimmt den Vater vom Alex, so, das ist eh totaler Alkoholiker. Deswegen wollte Alex da auch raus und der Tom hat ihm halt so einen Platz in einer WG vom Jugendamt her besorgt. Und dann ist der Vater ein paar Tage darauf hier im Jugendzentrum angekommen und hat total Stress gemacht, weil er jetzt kein Kindergeld mehr bekommt. Und, mhm. Ja. Wie heißt denn dieser Alex mit Nachnamen? Weiß ich nicht. Der heißt Hiller oder so, aber kein Plan, wie der Vater oder so heißt. Keine Ahnung. Ja, nach den Aussagen der Jugendlichen gehen wir tatsächlich davon aus, dass der Herr Hiller was mit dem Verschwinden von Tom zu tun haben könnte. Zurück auf der Wache untersucht Kriminaloberkommissar Bora Aksu sofort die Reisetasche des Vermissten. Seine Kollegin Sandra Fromme hat sich unterdessen um den verdächtigen Anrufer gekümmert. Ich habe den Mike Hiller überprüft. Der hat ein wasserdichtes Alibi. Der sitzt ein in der JVA, hat verschiedene Vergehen, unter anderem Fahren unter Alkoholeinfluss und Körperverletzung. Also der ist es nicht gewesen. Bist du schon weitergekommen? Ja, also ich habe hier so seine Sachen. Das Einzige, was mich noch ein bisschen verwundert, ist diese Buchungsbestätigung für ein Ferienhaus für übernächstes Wochenende. Ich muss mal gucken, was es damit auf sich hat. Willst du sich die mal annehmen? Also weder die Schwester noch die Ehefrau haben da irgendwas davon erzählt. Also und vor allem für zwei Personen, soll das eine Überraschung sein? Oder hat er vielleicht irgendjemand anderen, den er mitnehmen will? Eine Geliebte? Kommt das in Frage? Möglicherweise. Ich werde auf jeden Fall mal die. Du brauchst es wahrscheinlich hier noch, ne? Genau. Ich mache mir mal ein Foto, dann rufe ich die Vermieterin oder Vermieter an und check das mal. Vielleicht haben die ja sogar den Namen der Person. Okay. Bora Aksu hat im Vorfeld die Familie des Vermissten einbestellt. Nachdem Toms Schwager schon nichts von den Reiseplänen des 41-Jährigen wusste, schließt der Kriminaloberkommissar nicht aus, dass auch die Schwester und vor allem die Ehefrau ahnungslos sind. Wir haben hier Buchungsbestätigung, einmal für ein Ferienhaus für übernächstes Wochenende für zwei Personen und eine entsprechende eine Bahnfahrkarte. Mhm. Ist da irgendwie ein Urlaub geplant? Nein, also mir ist nichts bekannt. Das ist mir gerade vollkommen neu. Okay, aber kann es sein, dass er vielleicht eine Geliebte hat? Der Tom doch nicht. Das ist doch voll das Weichei. Entschuldigung, ich meine eine ganz ehrliche Haut. Sag mal, wie redest du denn über Tom? Also normalerweise reagiert man da ein bisschen anders, wenn die Polizei vermutet, dass der Mann eine Affäre oder eine Geliebte hat. Aber die Reaktion von Frau Lorenz, die war schon ein bisschen komisch. Das alleine ist ja schon irgendwo ein Beleg dafür, dass da was in... Sei froh, dass du los bist, Mensch. Ja, wie wusstest du etwa davon? Wenn ich was davon gewusst hätte, hätte ich es dir doch gesagt, Mensch. Moment mal, entschuldigen Sie bitte. Ja, klar, gehen Sie ruhig dran. Der Mirko Keller schien ja heilfroh gewesen zu sein, dass ich hier irgendwelche Buchungsbestätigungen hatte, die er sofort als ganz klare Beweismittel gedeutet hat. Und ihm fiel da irgendwie ein Stein scheinbar vom Herzen, dass hier jetzt eine Affäre, eine mögliche Affäre aufgedeckt wurde. Ja, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Das war die Schule von meinem Sohn. Mein Sohn ist heute nicht zum Unterricht erschienen. Sie müssen sofort eine Suchmeldung rausbringen. Okay, aber ganz ruhig erstmal, kann es nicht sein, dass er einfach nur schwänzt, weil junge Leute machen das halt ab und an mal. Gar keinen Fall. Nee, der schreibt halt auch eine wichtige Englischarbeit. Der hat da wochenlang für gebüffelt, um eine gute Zensur zu kriegen. Also, nee, da ist was passiert. Haben Sie ein Foto von Ihrem Jungen auf dem Handy? Hallo. Ich habe eins. Ja, darf ich das mal kurz sehen? Was habe ich verpasst? Wir vermissen den Jungen. Ihren Sohn? Ja. Hier. Okay. Ist ganz frisch. Dass wir den Jungen jetzt auch noch vermissen, das macht die ganze Sache für uns noch brisanter. Ich hoffe nur, dass da niemand ist, der die ganze Familie im Visier hat. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass Vater und Sohn gemeinsam abgehauen sind. Dafür fehlt aber noch ein schlüssiges Motiv und Tom hat das Ferienhaus auch erst für das übernächste Wochenende gebucht. Heroes of the Horror-Unfall. Lustig. Sieht aus wie ein Band-T-Shirt, ne? Ja. So. Meinst du, dass das irgendwas mit seinem Vater zu tun hat? Dass er vielleicht weiß,
Ja, es ist schon merkwürdig und ein ziemlich großer Zufall, wenn zwei Leute aus derselben Familie momentan fehlen. Wir werden jetzt eine Streifenbesatzung zur Wohnanschrift von der Familie Lorenz schicken, die sich dort ein bisschen umschauen werden. Und wir hoffen, dass wir dort dann weitere Erkenntnisse und Ermittlungsansätze finden. Haben Sie denn eine Ahnung irgendwie, ob er Feinde hat oder wo er sein könnte? Was sind so seine Lieblingsplätze? Ach ja, wie ein ganz normaler Teenager. Er sitzt gern vorm Fernsehen und ist halt in der Stadt unterwegs mit seinen Kumpels und... Moment mal. Ja? Lag hier in der Couch, so in dieser Ritze. Ist das normal, dass Jugendliche ihr Handy nicht mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Safe, nein. Ja, Leon liebt sein Handy, aber er verliert das dauernd in der Unordnung. Er ist immer am Suchen. Habt ihr einen PIN von dem Handy? Nee. So schnell gibt Michael Smolik nicht auf. Zumal der Polizeioberkommissar aus Erfahrung weiß, wo die meisten Leute ihre Geheimnummern und PINs aufbewahren. Okay, dann schauen wir mal nach. Vielleicht hat der irgendwie... Oh. Ich habe hier ein Video. Gucken wir es mal an. Ich will nicht, dass du ins Jugendzentrum gehst. Du bleibst heute hier. Du gehst nicht zu diesen komischen Leuten in deinen Versagerjob. Du willst deinen Versagerjob nicht wieder ein gutes Leben haben. Das ist aber verdammt auch. Mal! Was fällt dir ein? Du bleibst jetzt hier, hast du verstanden? Ich muss da hin. Bitte, lass mich jetzt da hingehen. Nein! Ich wollte mich dauerhaft immer ins Theater. Ich gehe jetzt da hin, okay? Ich bin gleich wieder da. Okay? Nein! Wow. Können Sie das bitte abstellen? Das ist hier gerade vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich verlasse dich. Nein, verlass mich nicht. Ja, verlass mich doch. Hau doch ab, Mann. Hau doch ab. Verdammt doch mal. Aber damit eins klar, wir haben das bei dir. Okay. Also das Video, was ich auf dem Handy gefunden habe, ist schon eine harte Nummer. Die Frau geht ihren Mann an, wirft sogar mit einer Gießkanne auf ihn. Also was ich davon halten soll, weiß ich